Jo, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13 mit dem neuen Projekt mit dem FC Schalke 04. Ja, ich habe alles begründet letztes Mal, jetzt mal nicht so viel Gelaber. Eine kleine Neuigkeit muss ich euch leider sagen, und zwar habe ich ja gesagt, letztes Mal habe ich bei Michel Bastos, dem Winterneuzugang der Schalke, etwas Kleines vergessen. Wenn wir schon mit allen Winterzugängen starten, dann natürlich auch mit Michel Bastos beim FC Schalke 04. Und zwar ist mir da im Editor ein Fehler unterlaufen, ich habe vergessen den Verein auszuwählen. Ich habe alle den Wechsel eingestellt, für wie lange er ausgeliehen wird, mit Kaufoption, mit Leihgebühr, zack, zack, nur den Verein habe ich nicht eingestellt. Das ist natürlich der Fehler und jetzt muss ich natürlich wieder nochmal neu anfangen. Und dadurch haben wir natürlich einen anderen Pokalgegner und das ist natürlich jetzt ein deutlich schwierigeren, und zwar den FC Erzgebirge Aue. Deutlich schwieriger als der Hallische FC, auch alle anderen Dinge sind wieder vorbei, also meine ganze Vorgeleserei da total sinnlos letztes Mal. Ja, wenn man es mal schön machen will, dann kommt wieder gleich was drauf und es läuft anders, als man sich vorgestellt hat. Aber egal. Jedenfalls ist er jetzt hier bei. Künftige Abgänge haben wir gesehen mit Holtby und Escudero und Neuzugänge Michel Bastos. Künftig richtige Trikot hat er hier sogar schon an. Von daher, ja, können wir jetzt endlich loslegen mit dem FC Schalke 04. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. So, Spielerbild natürlich immer anzeigen, wenn ich hier sehen kann, welchen Fratz ich jetzt hier zu tun habe. Da wird natürlich gleich noch eine Veränderung gemacht, und zwar... Wo ist denn hier? Ach, ein Höwe, das spielt da rechts. Kein Wunder. Also kommen wir hier für Metzel rein und rechts erstmal Azu Uschi. Klingt wie Sushi, nur anders. Nee, nee. Quatsch beiseite. So, Höge kommt die Bank für Obasi denn. Obasi, wie lange wird der noch fehlen? Obasi, ein alter Bekannter aus dem Let's Play mit Düsseldorf. Der wird noch 13 Wochen fehlen. Also von mir aus können wir ihn auch gerne abgeben, den guten Obasi, aber ich glaube, den können wir nicht verkaufen, weil er gerade hierher gewechselt ist. So ist es ja. Für 4,5 Millionen. Na, nee, doch nicht, der ist schon im Winter gekommen, also können wir ihn noch verkaufen. Das wäre natürlich ein gutes Ding, wenn wir ihn verkaufen können. Budgets haben wir auch, recht gute Budgets. Sieht schick aus. Aber wie gesagt, viel verändern will ich hier in der ersten Saison überhaupt noch gar nichts. Höchstens für die zweite Mannschaft werde ich ein bisschen investieren, dass die vielleicht sogar einen Aufstieg schaffen in die dritte Liga. Da haben wir ein paar gute Spieler dabei. Ich habe auch ein paar Spieler wieder geholt hier. Sebastian Hertner, auch beim SV Darmstadt im Let's Co-op dabei, wird er jetzt auch das Bild natürlich logischerweise haben dann. Der ist dabei, ja, René Klingenburg ist dabei. Dann noch ein Manuel Torres hat ein Bild bekommen und auch hier, das ist ein richtig gutes Talent hier, der gute Philipp Max. 3,5 Sterne Talent, also da haben wir ja ein paar bei. Jetzt Sander Saba auch, also interessante Namen haben wir auf jeden Fall bei in der zweiten Mannschaft. Auch recht viele, also. Und da natürlich eine Jugendmannschaft, nicht zu vergessen. Das Supertalent von Schalke natürlich, ne? Maximilian Meyer. Auch der mit Bild dabei, also. 16 Jahre jung. Die müssen wir eigentlich bald einen Vertrag geben, sonst wird das hier bald nicht. Ansonsten, jo, Max Dittgen, ja auch noch ein gutes Talent eigentlich hier auch. Müssen wir auch bald einen Vertrag geben, müssen wir mal gucken. So, dann kann es jetzt mal richtig losgehen. Und zwar mit der Saisonvorbereitung, die wir jetzt planen müssen. Halt, nee, erstmal muss ich mir hier was eigentlich noch meine Schallflächen dazu holen. Einmal hier schneller auch schon nicht. MP3-Player auch nicht. Doch, MP3-Player erstmal. Obwohl, nee, der kommt da unten hin. So. Hier zwischen haben wir noch drei Schallflächen frei und da kommt einmal. Wo haben wir hier auslaufende Verträge, auffällige Spieler, Finanzen, gewonnene Titel, herausragende Amateurspieler. Ganz genau. Dass wir da mal Bescheid wissen. Torjägerliste, Trainingsfortschritt, Transfermarkt, verliehene Spieler, dass wir da alle Leihgaben drin haben, und dann kommen natürlich die Weltfortschritte, Transfermarkt, und ja, Top-Jugendspieler wäre auch noch am besten, dass wir da immer einen Blick haben. Oh, was ist das für einer? Weingart? Der scheint ja auch nicht schlecht zu sein, meine Güte. Weingart. So, haben wir hier natürlich alle verliehenen Spieler. Tim Hoogland, dann Anthony Anan, na gut. Den braucht man nicht wirklich, Curado braucht man auch nicht mehr wirklich, ganz so eine Kaufoption. Ganz genau. Oh, wie ziehen sie die auch? So, Edu, der wird sowieso wechseln dann nachher. Das steht hier bloß noch nicht drin. Philipp Hofmann, auch ein richtig guter Mann. Richtig gutes Talent. Also auf den freue ich mich echt wieder. Hoffentlich spielt er auch öfter bei Paderborn, dass er ein Tore macht. So, dann haben wir auch wieder Tim Hoogland. Also, das sind unsere Leihgaben. So, jetzt geht es erstmal ab hier, um ja, das zu planen hier. Erstmal gibt es den Laktattest hier nach der Saison, logisch. Und dann geht es auch schon gleich ab ins Trainingslager. Oder wann startet die Saison erst? Ende August-Saison. Gut, dann können wir hier auch erstmal ein paar Trainingstage machen.
Ein erstes Testspiel wird es dann hier geben. Gegen einen regionalen Club hier aus der Region. Schauen wir mal, was wir da haben. Wormatia Worms. Obwohl das ein bisschen weiter weg ist. VfL Halle, TU Düsseldorf. Oder was haben wir noch? Elmshorn? Nee. Big Back Big. Ne, wir spielen gegen Tugu Düsseldorf. Natürlich dort im Stadion Feuerbachstraße. Das wird unser erster Gegner sein, erster Aufbaugegner. Und dann wird es an diesem Samstag hier gleich ins Trainingslager gehen. Gucken wir hier, Trainingslager. Wir müssen mal gucken, was wir hier auf jeden Fall haben. Fitness sollte unser Ziel sein. Was haben wir da alles hier? Nach Ungarn, Nesebach, Bukarest. Nach Kroatien. Gut, da haben wir natürlich aber keine interessanten Testspiele. Nämlich Nizza. Das ist ja auch noch ein guter Ort hier eigentlich. Ja, doch, ich würde sagen, wir fahren nach Nizza. Für 2 Wochen. Zack. Ab nach Frankreich. Und dann geht's hier an diesem Mittwoch. Gibt's vielleicht das erste Testspiel. Oder haben wir auch nur erstmal schwache Gegner. Und dann haben wir auch gute Gegner. Also da haben wir wirklich ein paar gute Testspiele. Also auch, nehmen wir erstmal den hier. Sedan, Ardennes. Also Aufbaugegner und dann kommen hier ein paar gute Gegner. Ach scheiße, doch nicht. Das wird dann doch nichts. Dann machen wir hier mal. Da haben wir noch ein paar Gegner. Paris Saint-Germain natürlich nicht. Oder auch Marseille auch nicht. Aber hier auch Herr. Ach, die sind abgestiegen. Guck an. Dann nehmen wir hier Valenciennes. Dann spielen wir an diesem Dienstag auch nochmal. Das war gegen Troyes, auch französischer Erstligist. Und ein Testspiel gibt es dann noch, dass wir 4 Spiele haben in Frankreich. Und zwar gegen FC Lorient. So, dann gucken wir hier mal, was wir da noch machen können. Tag der Jugend, logisch. Also alle typischen Tage, die man machen muss. Sponsorentag. Fanclub-Treffen. Und dann, jo, was gibt's hier noch? Autogrammstunde machen wir da auch noch. Rein, zack. Diesen Freitag gibt es ja nochmal ein Testspiel. Also viel spielen gegen VfL Aalen. Das ist noch ein Club, der nicht weit weg ist. Natürlich in der Scholz Arena von Aalen. Und da müssen wir mal gucken, was noch so kommen könnte. Ja, hier haben wir auch noch ein gutes Testspiel. Versuchen wir auch noch ein Testspiel hinzukriegen. Und zwar dann gegen etwas stärkere Gegner vielleicht mal. Gegen Newcastle United. Das wär's doch mal. Also gut, wir spielen zu Hause gegen Newcastle United. Liebe Freunde. Und da kommt natürlich das letzte Testspiel dann hin. Eine Woche vor dem Spiel gegen Aue. Gegen Zenit St. Petersburg. Das ist Gazprom-Freundschaft natürlich. Auch zu Hause. Und hier vor gibt es natürlich auch die Saisoneröffnung. Ist damit verbunden mit diesem Testspiel. Wäre schön, wenn man das natürlich am gleichen Tag machen könnte. Das wäre besser gewesen. Aber gut. Ja, dann haben wir die Vorbereitung schon mal durchgeplant. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Testspiele. Also das müsste richtig was bringen. Ja, da kriegen die Spieler, kriegt jeder erstmal viel Spielpraxis, da kann sich jeder reinspielen. Da müssen wir mal schauen, was wir auf jeden Fall noch holen müssen. Mal gucken. Christoph Moritz haben wir hier. Wie gesagt, Sommertransfer ist noch nicht, deswegen ist sie nicht eingestellt, ob er nach Mainz geht. Also, nee, habe ich noch nicht gesagt. Also Sommertransfer habe ich noch nicht eingestellt. Weil da doch immer wieder hin und her gibt. Ich bin überlegen, ob ich Moritz als rechten Verteidiger einplane. Bei Düsseldorf lief es unglücklich, klar, aber hier baue ich vielleicht auf ihn. Erstmal muss ich so ein anderes System einführen. Obwohl, erstmal haben wir sowieso bloß einen Stürmer. Ich weiß noch nicht, ob ich noch 9 hole. Was hat Verfahren im rechten Mittelfeld? Genauso viel wie links außen. Was hat Affelei im rechten Mittelfeld? 1 Punkt weniger, okay. Ibrahim Affelei, Draxler hier, natürlich auch ein super Mann da. Derby hält dazu noch, also. Gut, dann müssen wir mal gucken, wen wir hier auf jeden Fall abgeben wollen und werden. Hildebrand, Lognerstall. Das ist natürlich die Frage, holen wir uns noch einen anderen Torwart? Oder gehen wir mit den Torhütern ins Rennen hier? Mit Lars Unterstall natürlich auch ein richtig guter werden kann. Hildebrand, der hat die Erfahrung. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ralf Fährmann, der große Außenseiter. Obwohl ich eher dafür bin, dass wir Ralf Fährmann verkaufen, um ein bisschen Geld reinzukriegen. Und ja, der hat ja einfach keine Zukunft. Leider so. Also wenn dann Unterschau oder Hildebrand, für die werde ich mich entscheiden. Oder mal gucken, vielleicht finden wir noch einen guten Jungen. Einen guten Jungschen.
einen guten Jungen schon so höher ein bisschen Ordnung schaffen hier. Mate, letzter. Auf jeden Fall wird der hier Platz, die ganz verkauft. Wir stellen erstmal alles ein hier. Bei Düsseldorf kam ja oft vor, dass wir da niedrige Ablösegebote bekommen haben. Hildebrand hat Markt von 1,9. Ja, wenn einer haben will, soll er so bieten. Fuchs. Ablöseforderung liegt bei 8,5. Genau, das ist gut so. Papadopoulos. Ja, das ist logisch, ne? Also, wenn einer was will, dann hier. Naja, gehen wir mal ein bisschen. Wenn einer was will, dann soll er hier mit 20 Millionen ankommen. Um es realistisch zu gestalten, ne? So, dann. Hövedes ist klar, unser Capitano. Ushida. Ja, 6 Millionen kann man fordern da. Neustädter, der wird überhaupt nicht gehen. Jones, auch nicht, aber auch 6 Millionen wenigstens, wenn er nach will. Fafan ist klar, der sonst auch mal höchstens mit 20 Millionen ankommt. Huntela, auch logisch. Unterstall, ja. Metzelder. Will ich auch erstmal nicht verkaufen, Metzelder. Obwohl, oder? Kann man eigentlich, oder? Puh, ich weiß nicht. Vertrag läuft eh aus. Ja, ich denke, Metzeler können wir verkaufen. Da wird sowieso nicht viel kommen. 2 Millionen gerne. So, Martip, von dem halte ich persönlich nicht viel, aber er ist eigentlich ein gutes Talent. Höger ist klar, dass der bleibt. Banetta, jo, Backup, ne? Bleibt er erstmal. Draxler ist klar, der bleibt, geht nicht. Marika wird erstmal auch nicht gehen. Obasi kann gehen, wird er auch, und zwar für 5 Millionen kann er gerne gehen. So, dann schauen wir weiter hier auf Platzikas, ist logisch, dass der gehen kann. Auch so, gerade für so wenig Ablöse. Pucki, was machen wir mit Pucki? Ich würde sagen, den verleihen wir mal, um Spielpraxis, damit er Spielpraxis kriegt. Gib auch eine Kaufoption mit. Leihgebühr, sagen wir, sie liegt bei 450.000. Na komm. So. Und dann die Kaufoption liegt dann bei 3,8 Millionen bei seinem Marktwert. Ah, dann nehmen wir die Leihgebühr noch ein bisschen runter. Dann sagen wir 250.000, das dürfte auch reichen als Leihgebühr. So. Sind wir bei 10 Minuten um. Na, ganz klasse. Also weiter. Pucki. Fährmann, wie gesagt, kann gehen. Für 1,5 Millionen lasse ich ihn gerne da ziehen. Kolasinac, auch ein richtig gutes Talent, bleibt erstmal klar. Moritz bleibt auch erstmal. Und dann sind wir schon wieder durch mit Hildebrand. Jo, und dann müssen wir mal gucken hier, was Mitarbeiter angeht, und zwar die Aufgaben nicht mehr übertragen. So, das mache ich alles hier. Ne? Wechselspiel aus. Der Taktik, der Trainingsplan, das macht mal hier der gute Markus Gistol. Die Trainingsziele legt der Seppo Eichkorn fest. Trainingsgruppen macht auch der Seppo Eichkorn. Verschieben tue ich. Jugendtrainer ist Norbert Elgard. Amateurtrainer Bernhard Trares. So, Management, schauen wir mal rein. Regelfinanzen, das macht der gute Peter Peters. Eintrittspreise macht er auch. Mit Sponsoren mache ich das. Ja, ich glaube, Sponsoren mache ich wieder selber. Mitarbeiter stelle ich auch ein. Mitarbeiterverträge mache ich auch. Und das macht der gute Peter Peters. So, Sportdirektor, das mache ich alles. Bauleiter brauchen wir nicht. Marketing, das macht Christian Witzel. Fanbeauftragten haben wir auch nicht, gut, da müssen, wissen wir ja, worum wir uns umgucken müssen. Wir brauchen noch einen Fanbeauftragten. Werbung und Öffentlichkeit, da haben wir Fanbeauftragte gleich drin, aber etwas jüngeren, der wirklich auf die Fans zugehen kann. Schauen wir hier aufs Alter. Ja, hier, das ist schon 36 Jahren. Daniel Benöken. Das ist schon ein interessanter Mann, den gucken wir uns mal. Genau. Vertrag bis 2016, der wird langfristig verpflichtet hier. Gehaltstechnisch ist auch alles wunderbar, super. So, was brauchten wir noch? Ein Bauleiter? Nicht unbedingt, ne? Aber können wir uns ja gerne mal bemühen drum. Einen Pressesprecher haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Oder doch? Mal gucken hier. Was wir hier noch nicht haben. Masseur haben wir, Geschäftsführer haben wir, Marketingmanager haben wir auch, Bauleiter. Fanbeauftragter, Pressesprecher haben wir auch. Rechtsanwalt brauchen wir nicht unbedingt. Ein Scout sollten wir vielleicht noch verpflichten, einen zusätzlichen noch. Haben wir zwei richtig gute Scouts, aber schon so zwei ältere. Also brauchen wir noch einen jungen Scout, der wirklich was machen kann. Scouts. Sag ich, will einen jungen Scout hier haben. Hier mit 39 Jahren, das ist doch ein Christopher Ehrlich. Gutes Talent sogar hat er auch. Bis 2016, wie gesagt, langfristig hier. So, und dann suchen wir auch mal einen raus.
Alles klar. Was wir einen haben, der wirklich permanent die Gegner beobachtet, dann haben wir einen, der wirklich, den ich dauerhaft da umher schicken kann, und dann habe ich einen, den man separat immer mal wieder hin und her schicken kann. So, dann haben wir die Vorbereitung geplant, den Kader erstmal so gut aufgeräumt. Für die zweite Mannschaft, außer zweite Mannschaft, holen wir uns noch welche für die Vorbereitung hoch. Und zwar ist das zum einen der Philipp Max, den wir uns für die Vorbereitung hochholen. Zack, 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 da, in Reserve verschieben, 5-4 Wochen. So, sonst noch jemand hier aus der zweiten Härten, auch nicht unbedingt. Bingo. Nö. Ja, und dann erstmal natürlich Maximilian Meyer, den wir uns hochholen. In die erste für die Vorbereitung. Der 16 Jahre ist, in den Kader berufen. Für 4 Wochen. Zack, zack. So. Dann haben wir erstmal ausgewogenen Kader für die Vorbereitung. Ein Escudero, glaube ich, werde ich schon mal gleich reinschicken in die zweite, weil den kann man gar nicht mehr gebrauchen eigentlich. Aber gucken, wie not am Mann ist. Nummer müssen wir gleich mal neu zuweisen hier. Ein Philipp Max bekommt nicht die, der bekommt die 18. Und ein Maximilian Meyer die 29. Ein Philipp Max bekommt einfach die 24, so. Hier fehlen uns ein paar Nummern, klar, es wird alles noch aufgeräumt. So, und dann, ja, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.